Nachdenkseiten. In Europa haben wir sie kaum, Deutschland gar nicht. Das geht zurück auf den INF-Vertrag, den Russland quasi durch faktisches Handeln außer Kraft gesetzt hat und der seit einigen Jahren nicht mehr gilt. Verteidigungsminister Pistorius hat am 11. Juli in den Tagesthemen erklärt, die Russische Föderation hätte den INF-Vertrag, also den Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen, außer Kraft gesetzt. Am 15. Juli hatte das AA hier Ähnliches behauptet. Jetzt war es in der realen Welt so, dass es die USA unter Donald Trump waren, die am 1. Februar 2019 einseitig den INF-Vertrag aufgekündigt hatten und in Reaktion darauf sozusagen erst Russland. Deswegen würde mich interessieren, ob denn der Minister und das Auswärtige Amt planen, diese Falschdarstellung zu korrigieren. Herr Warwick, Russland hat den INF-Vertrag gebrochen und daraus ergaben sich dann die Konsequenzen. Insofern ist das keine Falschdarstellung, sondern es ist durchaus einfach ein Fakt der realen Welt. Herr Müller? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Nachfrage? Gut, das ist ja jetzt sozusagen im Bereich der Interpretation. Das haben beide Seiten gegenseitig behauptet. Russland hatte damals auf die Abschusssysteme MK-41 verwiesen, die US-amerikanische Seite auf die andere. Aber es ändert ja nichts daran, dass der Verteidigungsminister dieses unseren Landes in den Tagesthemen erklärt, Russland hätte das außer Kraft gesetzt. Außer Kraft gesetzt hat ja eine vertragliche Konnotation und da ist das Verhältnis relativ klar. Der Spiegel titelte damals zum Beispiel auch Reaktion auf US-Entscheidung, Russland steigt ebenfalls aus INF-Abrüstungsvertrag aus. Also das Henne-Ei-Problem ist ja relativ klar. Deswegen nochmal die Frage, wie kommen Sie zu dieser Aussage, das geht jetzt an Herrn Müller, dass Herr Pistorius sagt, eine Seite hätte die außer Vertrag aus sozusagen, wie hatte ich es formuliert, auch egal, sozusagen, aber den vertraglich aufgekündigt, wenn es de facto genau umgekehrt war. Also ich habe nicht vor, die Aussagen vom Minister hier weiter auszuformulieren. Die Aussagen stehen für sich. Fakt ist, dass auch heute der Generalinspekteur bzw. gestern der Generalinspekteur im Interview darauf hingewiesen hat, dass Russland weitreichende Raketensysteme so stationiert hat, dass sie eine Bedrohung für Deutschland und für Europa sind. Und dann, ich glaube, wir können, oder die Bewertung, wer hier der Aggressor ist, obliegt dann auch Ihnen allen. Dann mache ich mal thematisch weiter und...